Es ist der Sommer da und welche drei Bücher ich mit in die Hängematte nehme, zeige ich dir jetzt. Einmal Pfandfisch für den Papa. Komplett anderes Buch, Petra Misfahr als Lücke verschwand. Und Opfermoor von Susanne Jansson. Diesen Debütroman kann ich nur empfehlen. Natalie ist Biologin und nimmt Proben im Moor ihrer alten Heimatstadt. Dort lernt sie einen jungen Mann kennen. Die kommen sich beide näher und im ersten Moment denkt man, die Liebesgeschichte, dabei ist das ja gar nicht das, was man immer Sonntagabend im ZDF sieht, ne? Wenn es um Schweden geht, sondern es ist wirklich ein Psychothriller, der ja nicht seinesgleichen sucht. Es ist nicht unbedingt neu, es ist aber spannend erzählt, literarisch wertvoll würde ich das mal bezeichnen, denn es kommt ohne große Schweden-Klischees daher. Die Sprache ist sehr gut gewählt und man hat wirklich Spaß dran. Den möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Sprachlich ganz anderer Art ist Pfandfisch für den Paten. Christian Koch lebt auf Amrum, ist Journalist, hat seinen Journalistenjob, wenn ich das richtig gelesen habe, mehr oder weniger an den Nagel gehängt, um Krimis zu schreiben. Die leben vom Lokalkolorit und von der Mundart. Wer nicht von da oben kommt, wird trotzdem Freude an den Büchern haben, genauso wie viele auch Freude am Franken-Tatort haben, wenn man nicht aus Franken kommt. Und ein ganz anderer Thriller ist der Petra Hammelsfahr. Die junge Mutter lässt ihren Kinderwagen mit dem Baby vor einem Supermarkt, vor einem Drogeriemarkt stehen. Geht drin mit ihrem anderen Kind einkaufen. Als sie zurückkommt, gibt sie vor, dass das Kind aus dem Kinderwagen entführt worden ist und eine Suche beginnt. Für Eltern mit Babys und Kleinkindern würde ich sagen, nur wenn ihr starke Nerven habt, solltet ihr euch das mal angucken. Ansonsten vielleicht erstmal neben den Bücherstapel legen und euch lieber Pfandfisch für den Paten angucken. Was witzig an dem Buch ist, hinten drin sind auch ein paar Rezepte, die im Buch auftauchen. Die können gut nachgekocht werden. Wie gesagt, lebt vom Lokalkolorit in einem fiktiven Ort oben an der Nordseeküste, wobei Inseln wie Amrum und so weiter benannt sind. Das ist mal ein bisschen komisch, dass man dann einen Kuhkaff aus der Taufe, was es oben nicht gibt, dass man genauso in Kotzenbüll oder Welt oder Garding spielen lassen kann. Das hätte der ganzen Sache keinen Abbruch getan. Kommen wir nochmal zu Susanne Jansson zurück. Debütroman, davon träumen viele Autoren. Die Rechte sind schon in 20 Länder verkauft. Das spricht fürs Buch. Also solltet ihr unbedingt euch mal angucken, wer so für düstere Stimmungen ist, wer das Moor liebt oder auch nicht. Für dich ist es richtig. Und bis zum nächsten Mal hier aus der Hängematte.